Was lässt sich eigentlich an dem altbewährten Civilization-Prinzip besser machen? An dieser Frage versuchen sich immer wieder Firaxis selbst, zuletzt mit Civilization 6, aber neuerdings auch starke Herausforderer wie die Endless-Entwickler mit ihrem Civ-Rivalen Humankind. In diesen Kampf der Giganten mischt sich nun jedoch ein Underdog ein. Am 5. Mai ist im Epic Games Store das Spiel Old World im Early Access erschienen. Entwickelt wird es von dem kleinen Indie-Studio Mohawk Games unter der Führung von Søren Johnsen. Johnsen ist kein Unbekannter, denn er war Lead-Designer des hochgelobten Civilization 4. Wir konnten sein neuestes Werk schon vor dem Release ausführlich ausprobieren und es bringt, das sei jetzt schon verraten, jede Menge spannender neuer Ideen in das Genre. Was daran so neu und interessant ist und ob sich Old World für jeden Civilization-Fan eignet, das erklären wir euch in diesem Video. Old World, der Name weist schon darauf hin, beschränkt sich vollständig auf das Zeitalter der Antike. Ansonsten wirkt auf den ersten Blick alles wie gewohnt. Wir wählen uns einen historischen Anführer und damit eine der Startfraktionen aus, welche sich durch spezielle Eigenschaften, besondere Einheiten und Starttechnologien voneinander unterscheiden. Dann passen wir ein paar Einstellungen zum Schwierigkeitsgrad, der Anzahl der Gegner, der Kartengröße und dem Kartentyp an und schon werden wir in eine neue, unbekannte Welt geworfen. Genretypisch starten wir mit einem Siedler, gründen eine erste Stadt und beginnen, die Umgebung zu erkunden. Mit Arbeitern bauen wir dann erste Verbesserungen, bekämpfen Barbaren, gründen weitere Siedlungen und treffen auf andere Fraktionen, mit denen wir uns friedlich oder kriegerisch auseinandersetzen können. Soweit, so bekannt. Was Old World aber von anderen Spielen dieser Art unterscheidet, ist die Bedeutung, die Charaktere für das Spielgeschehen haben. Während bei Civilization die Anführer unsterblich sind und damit eher ein abstraktes Prinzip repräsentieren, sind sie bei Old World Teil der Spielwelt. Sie werden älter, können krank werden und sterben. Mit jeder Spielrunde vergeht ein Jahr. Und auch wenn, wie hier in unserem Spielstand, die große ägyptische Königin Neferure schon stolze 71 Jahre zählt, inzwischen ist sie schwer erkrankt und wird in Kürze den Pharaonenstab abgeben. Dies führt allerdings nicht zum Game Over, denn wir haben ein Erben, und zwar unseren Enkel Prinz Psamtik. Es gebe zwar noch einen Sohn namens Seti, dieser wurde allerdings unehelich geboren, Neferure hatte einst ihren Gatten Alkibiades betrogen und damit steht Seti außerhalb der Erbfolge. In Old World steuern wir also nicht nur einen Staat, sondern eine ganz konkrete Dynastie. Wir heiraten, bekommen Kinder und Kindeskinder und können sogar das Erbrecht verändern, um möglichst den talentiertesten Nachfolger an die Macht zu bringen. Und das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die KI-Fraktionen, denn auch deren Herrscher wechseln und wir müssen mit jeder neuen Generation auch neue diplomatische Beziehungen aufbauen. Doch damit nicht genug. Neben der Herrscherfamilie gibt es noch vier andere große Familien in jedem Reich und diese spielen eine gewichtige Rolle in Old World. In Ägypten sind es beispielsweise die Ramesiden, die Saite, die Amarna und die Thutmosiden. Jedes Mal, wenn man eine neue Stadt gründet, muss man sie einer dieser Familien widmen. Jede Familie spielt dann ihre eigenen Stärken aus. Die Amarna-Familie beispielsweise ist religiös orientiert. In der Gründungsstadt dieser Familie, hier ist es Elefantine, haben sie unserem Reich sofort eine Religion gestiftet. Außerdem sind später religiöse Gebäude in ihren Städten besonders wirksam. Die Saite-Familie hingegen ist bodenständig. In ihren Städten wird in den Feldern und Minen besonders effektiv gearbeitet. Außerdem kann man in ihrer Gründungsstadt von Anfang an die Grenzen durch Landkauf erweitern. Toll ist, dass jedes Volk ganz unterschiedliche Familien mit variierenden Möglichkeiten hat. Die Valerius-Familie der Römer kann sofort die Stadtproduktion mit Geld beschleunigen, während die karthagischen Hanoniden gleich am Start lukrative Karawanen bauen und so Handelsrouten etablieren können. Das erhöht den Wiederspielwert und sorgt für abwechslungsreiche Möglichkeiten, immer neue Strategien und Spielweisen auszuprobieren. Auch diese Familien werden durch einzelne Charaktere repräsentiert. Wir können uns mit diesen verheiraten und sie zu Mitgliedern unseres königlichen Rates befördern. Denn mit dem Fortschreiten im Technologiebaum schaltet man auch Regierungspositionen frei. Ein Botschafter verbessert die Beziehungen und diplomatischen Möglichkeiten.
Der Kanzler ermöglicht Handelsmissionen und erlaubt Verhaftungen. Und der Chefspion kann unliebsame Personen ermorden sowie andere Nationen infiltrieren. Außerdem können Städte durch Gouverneure geleitet und Armeen von Generälen angeführt werden. All dies wird vor allem den Fans der Paradox-Spiele sicher sehr vertraut vorkommen. Und ja, die Anleihen, die Old World hier von der Strategiespielserie Crusader Kings übernimmt, sind offensichtlich. Aber nicht nur in der Bedeutung der Charaktere erkennen wir den Einfluss der Paradox-Spiele wieder. Die zweite Besonderheit, die Old World auszeichnet, sind die über 1000 verschiedenen Events, die die Welt und die Charaktere lebendig machen und Geschichten entstehen lassen. Hier berichten beispielsweise meine Späher davon, dass der benachbarte Stamm der Gallier auf der Suche nach Land unsere Grenzen übertreten hat. Da Königin Neferure sehr charismatisch ist, könnten wir die Gallier friedlich in unserer Hauptstadt Vaset ansiedeln, würden dadurch allerdings für eine hohe Unzufriedenheit in der Stadt sorgen. Hätte sie die Eigenschaft eloquent, könnten wir den Stamm ohne Gewalt überzeugen, woanders zu siedeln. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, die Grenzen abzuriegeln, was eine barbarische Invasion auslösen würde, ein Krieg würde beginnen. Die zahlreichen höchst unterschiedlichen Events in Old World sind keine banalen Zufallsereignisse, sie treten dynamisch und passend zur jeweiligen Situation ein. Hier haben wir zum Beispiel eine Siedlung der Dänen erobert. Dort wurde offenbar ein Sohn des gallischen Königs gefangen gehalten und wir können nun entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Schicken wir ihn zurück zu den Galliern, verbessern wir für die nächsten 25 Jahre unsere Beziehung. Behalten wir ihn als Mündel, verschlechtern sich zwar die Beziehung zu den Galliern, aber er wird Teil unserer Dynastie und damit ein wichtiger Charakter und möglicher Thronfolger. Oder wir behandeln ihn als normalen Gefangenen und erhalten so einen neuen Bürger in unserer Hauptstadt. Diese Kombination aus Hexfeldstrategie und Rollenspielelementen macht den innovativen Kern von Old World aus. Aber auch bei den klassischen Spielmechaniken setzt Old World ganz eigene Akzente. Besonders bemerkenswert ist das System der Befehlspunkte. Diese limitieren nämlich die Einsatzmöglichkeiten unserer Einheiten. Jede Aktion, sei es das Bewegen, das Kämpfen, das Bauen von Gebäuden, das Erkunden von alten Ruinen, das Abholzen von Wald und, all das kostet Befehlspunkte. Diese sind begrenzt, also muss man in jeder Runde neu Prioritäten setzen und interessante Entscheidungen treffen. Es ist eine kleine, aber überaus wirksame Veränderung, die noch einmal eine ganz neue Ebene für Strategien erschließt. Auch die Siegbedingungen sind bei Old World ungewöhnlich. Es gibt keine vordefinierten Siegesarten, sondern dynamische Ambitionen, die zu erfüllen sind. Die erste Fraktion, die 10 solcher Ambitionen erreicht hat, gewinnt das Spiel. Am Beginn sind dies leichte Aufgaben, wie zum Beispiel das Ziel, 4 Städte zu besitzen oder 6 Minen zu bauen. Mit der Zeit werden diese jedoch immer komplexer. Der Bau von 6 jüdischen Tempeln, wie in diesem Beispiel, ist schon deutlich herausfordernder, auch weil eine bestimmte fortgeschrittene Technologie dafür nötig ist. Die Ambitionen scheinen sich dabei erfreulicherweise dynamisch an die Entwicklung der eigenen Fraktion anzupassen. Außerdem kann man immer per Event aus mehreren möglichen Ambitionen auswählen. Auch dies sorgt für einen stets anderen Spielverlauf. Allerdings, Old World befindet sich noch im Early Access und der wird laut Auskunft der Entwickler wohl noch ein gutes Jahr andauern. Zwar sind alle Spielmechaniken integriert und funktionieren auch technisch reibungslos, aber dem Spiel sieht man an allen Ecken und Enden den unfertigen Zustand an. Bei den Weltwundern und einigen Gebäuden fehlen noch die Texturen, die Einheiten haben zum Teil noch keine Animationen, aber vor allem wird sicher noch einiges am Balancing verändert werden. Denn trotz eines recht hohen Schwierigkeitsgrades haben wir hier schon in dritter Herrschergeneration große Überschüsse in fast allen Bereichen und auch die Befehlspunkte schränken uns aufgrund unserer hohen Legitimität nicht mehr ein. Derzeit ist das Spiel übrigens ausschließlich in Englisch erhältlich, eine deutsche Version ist erst zum Release geplant. Bis dahin sollen übrigens monatlich mehrere hundert neue Events hinzukommen, sodass bei Release über 3000 einzigartige Events zur Verfügung stehen werden. Wie schon erwähnt, spielt Old World ausschließlich in der Antike. Insofern basiert es zwar auf den Spielprinzipien der Civilization-Reihe, aber die gesamte Menschheitsgeschichte erleben wir somit in Old World natürlich nicht.
Dies wäre auch nicht vereinbar mit dem dynastischen Prinzip, dem Jahresrhythmus, der Runden sowie den vielen sehr konkreten historischen Anleihen, die wir bei den Charakteren, den Events, den Technologien und den Gebäuden wiederfinden. Wer als Fan der Civilization-Reihe diese Beschränkung akzeptiert und auch Abstriche bei der grafischen Präsentation hinnehmen kann, bekommt mit Old World eine deutlich glaubwürdigere Diplomatie, eine größere historische Verankerung und vor allem mehr Storytelling. Die ungewöhnliche Kombination aus klassischer Hexfeld-Strategie, die profilierten Charaktere mit ihren Stärken und Schwächen sowie die unzähligen interessanten Events, die das Kopfkino ankurbeln, machen Old World zu einem echten Hoffnungsträger. Die alte Welt bringt frischen Wind ins Genre.